Moin Leute. Moin. Ja, heute gibt's mal ein bisschen anderes Video. Wir zocken heute nicht, sondern wir machen eine Review, wie ihr schon am Titel erkennen könnt. Wir haben uns nämlich gestern den Film Super Mario Bros. Reingezogen. Genau, der läuft ja gerade in den Kinos und das war ja das passendste Ereignis. Zumal ich das gerade am Zocken bin. Ja, haben wir uns gedacht. Ich meine, besser konnte es ja nicht passieren. Wir zocken gerade ja noch als viertes Spiel Super Mario Bros. 2 und jetzt kommt dieser Film und Elias, der quasi mit diesen ganzen Figuren nicht so viel anfangen konnte. Ich meine, du kanntest schon Mario und so weiter, ne? Ja, du hast die Spiele, Donkey Kong. Donkey Kong, aber du hast die Spiele nie gezockt. Nee, genau, ja. Ja, und da führen wir dich ja so langsam ein und jetzt gibt es auch noch einen Film zu und den haben wir uns angeguckt gestern. Ja, und wir wollen heute eigentlich so ein bisschen drüber sprechen, wie wir so den Film fanden und was vielleicht gut war, was vielleicht wir nicht so gut fanden oder wo wir quasi unsere Spiele wiedererkannt haben. Oder wo wir selbst überrascht waren, dass das vielleicht wir uns anders erwartet hätten oder so. Ja, genau. Für jemand, der diese ganze Welt nicht so gut kennt, wie vielleicht jetzt wir, die das in ihrer Kindheit auch wirklich gespielt haben, aber du jetzt ja quasi eingestiegen bist mit 4 Spielen, was hast du denn so wiedererkannt von den Dingen, die du jetzt so Woche für Woche am Zocken bist? Was kam denn dir so bekannt vor? Halt Mario und Luigi. Ja. Die genau. Kamen mir logischerweise bekannt vor. Dann noch der Pilz. Ja, Toad. Toad. Aha. Und die Prinzessin Peach. Ja, die waren auch alle dabei. Genau, also das sind ja die Figuren, die dich ja quasi jetzt begleiten neuerdings. Das sind ja deine Spielfiguren. Das heißt, in dem Film kamen tatsächlich dann Mario vor und Luigi, aber auch Toad und Peach und sogar Donkey Kong. Aber Mario, Luigi, Toad und Peach, das sind ja genau die Spielfiguren, auch die man tatsächlich ja bei Super Mario Bros. 2 spielen kann, was ja auch eigentlich eine Ausnahme ist, weil in den sonstigen Mario-Spielen speziell eigentlich Mario, wenn überhaupt Luigi, aber nicht Peach oder Toad. Das heißt, die Figuren, die du da spielen kannst, sind in dem Film auch aufgetreten. Und ja, für jemanden wie mich, der diese Spiele auch in seiner Kindheit gespielt hat, ich kenne ja die Figuren ein bisschen besser und ich kenne auch ein bisschen mehr darüber, aber man hat ja nicht so wirklich einen Charakter gehabt. Also man wusste ja nie so wirklich, wer sind diese Figuren, was haben die für Charaktereigenschaften. Ich finde, der Film hat so ein bisschen jetzt diesen Figuren noch so ein bisschen Profil gegeben. Das auf jeden Fall. Also man weiß auch jetzt ein bisschen die Beziehung zueinander von den Personen. Wie steht wer zu wem? Ja. Was möchte vielleicht der eine oder der andere? Ja, können wir mal eben aufdröseln, also von den 4 Spielfiguren aus dem Super Mario Spiel, was wir spielen. Also wir haben ja einmal eben Mario und Luigi, die beiden Brüder. Wie führt der Film quasi die beiden ein? Ja, an sich sind die erstmal in der realen Welt. Ja, in Brooklyn, genau. Also in New York. Die sind Brüder und wohnen, soweit ich das gesehen habe, bei ihren Eltern. Sind ja als Klempner gerade dabei, berufsmäßig zu starten. Die Familie hält da aber nicht wirklich was von und sagt immer so, ach, lass das doch. Ja, man sieht wirklich eine ganze Mario-Familie, also so eine genau. Große Familie, italienische Familie. Genau, und die haben ein bisschen Probleme mit dem, was Mario und Luigi da tun. Und ganz so talentiert haben die sich da auch nicht angestellt mit, bei einem Klempner-Einsatz, der gezeigt wurde. Ja, genau. Das heißt, man sieht irgendwie, also das, was man natürlich in den Spielen nicht so hat. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es da irgendwie Vater und Mutter gibt. Es ist mir nicht bekannt. Also ich glaube, das sind extra Figuren, die für den Film erschaffen worden sind. Gut möglich. Aber ja. Man sieht auf jeden Fall, dass da irgendwie so ein Konflikt ist. Mario und Luigi haben da so einen Familienkonflikt. Oder auch der Vater sagt ja auch zu einer Szene, dass er nichts von dem hält, was sie so tun. Das heißt, da ist so ein Eltern-Kind-Konflikt etabliert worden bei den beiden. Ja, das sieht man auf jeden Fall. Was man auch sieht, finde ich, oder gesehen hat,
ist die Beziehung zwischen Mario und Luigi, die war eigentlich recht süß Genau. veranschaulicht worden. Die, ja, auf jeden Fall beide niedlich, die haben sich gut verstanden und auch zusammengehalten. Und wenn der eine einen schlechten Tag hatte, hat der andere den getröstet. Also die waren auf jeden Fall dicke. Ja, sehr dicke, ja. Und also die haben sich auch immer gegenseitig beschützt, beziehungsweise eigentlich Mario hat immer Luigi beschützt. Das ist so das, was man vielleicht sagen kann, was man an Charaktereigenschaften denen auch gegeben hat. Mario als also die Bruderfigur, die ein bisschen selbstbewusster ist und quasi von dem eigentlich auch diese Ideen ausgehen. Und Luigi eher so als ängstlicheren Partner, der ein bisschen hibbelig ist, ein bisschen ängstlicher ist. Und wo Mario eigentlich den immer ein bisschen beschützen muss, so ungefähr. Ja, kann man so sehen. Ich meine, gut, Luigi hat Mario einmal Essen aufs Zimmer gebracht, als er dann weggegangen ist, weil die Eltern so Das negativ waren. stimmt, ja. Also fürsorglich, aber dennoch ist Mario der da eher vorangeht. Genau, das stimmt. Also Mario ist der mutige Part, aber Luigi dann vielleicht den fürsorglichen Part oder den emotionaleren Part mehr einnimmt, ja. Ja, war auf jeden Fall ganz schön, also das so zu sehen. Genau. Ja, aber auch bei den anderen Figuren von den vier, die du jetzt auswählen kannst, bei Peach und Toad, wie wurden die quasi dargestellt? Hast du über die Neues erfahren, was du vorher nicht wusstest? Also Toad schätze ich jetzt ein als absolut mutig. Also sein Level an mutig sein ist halt 5 von 5 Sterne. Ja, Weil er hatte fast so zu. ein bisschen sorglos, ne? Also. Ja, gut, das ist natürlich schmaler Grat. Eigentlich ja, kann man sagen. Weil er hatte zu Peach mehrmals gesagt, ja, ich bleib immer bei dir, um dich zu beschützen oder dir zu helfen. Also immer. Wohl wissend, dass er eigentlich nicht so viel ausrichten kann als Pilz. Also man muss vielleicht dazu sagen, um das mal eben verständlich zu machen, für die, die den Film vielleicht nicht gesehen haben oder nicht gucken wollen. Also die Mario und Luigi, wie gesagt, starten eigentlich in der Menschenwelt, nun mal in New York, aber durch eine Aneinanderreihung von Zufällen, Unglücken sozusagen, geraten sie in der Kanalisation zu einem versteckten Rohr, was sie quasi in diese Welt einsaugt, die wir dann kennen aus den Videospielen. Einmal das Pilzkönigreich, wo eben Peach und Toad leben. Genau. Plus die werden bei diesem Prozess, bei diesem Portal, wo die eingesaugt werden, getrennt. Luigi gerät nämlich in die Welt von Bowser. Und Mario eben im Pilzkönigreich. Und dort trifft er halt eben als erstes Toad. Genau. Und ja, diese Rohre, das kennen wir ja auch aus dem Spiel. Da in der ersten Welt, wo Peach ist, da hüpfen die auch immer so durch. Das ist wie so eine Art Fahrstuhl in dem Ja, Level. obwohl das bei unserem Spiel ja nicht in der Form der Fall ist. Also da gibt es nicht diese grünen Rohre, aber da gibt es ja diese Vasen quasi, wo du immer runtergehen kannst. Genau, ja. Ja. Ja, und Toad, also genau, wir waren ja bei Toad. Der kommt ja also als sehr mutiger Charakter vor, der so ein bisschen sorglos ist. Genau. Aber gleichzeitig als jemand, der einen halt immer auch zu Hilfe steht und halt auch hilft, ne? Also. Ja. Und Peach kommt mir vor, wie ist auch mutig, aber auch ein bisschen hochnäsig. Jedenfalls hat das den Eindruck im Sinne von. Ja, mach du erstmal das und dies und danach reden wir weiter oder halt auch nicht. Also man kann auch sagen, anspruchsvoll kombiniert mit ein bisschen mehr Selbstbewusstsein als vielleicht okay wäre. Da kann man das so sagen, aber auf jeden Fall. Ja, ich meine, sie ist eine Prinzessin erstmal, So, ja, ne? das ist Sie eine ist andere dann, Rolle. sie ja, genau, also sie hat schon so eine Autoritätsperson tatsächlich. Ja. Also ist sie, weil sie ist ja die Führerin, ich was gesagt, also sie ist ja die Prinzessin von dem Pilzkönigreich und ja, strahlt eben sowas auch aus. Ich meine, das fand ich ganz interessant, weil ich finde, Peach haben sie so quasi wirklich nochmal neu geformt, weil wer sie aus den Spielen kennt, sie ist ja eigentlich auch die Person, die immer gerettet werden muss von Mario. Oh, außer in dem Spiel, was wir spielen, da kann man sie, wie gesagt, selbst spielen. Genau. Sonst ist sie aber eigentlich die Person, die gerettet werden muss. Und sie ist halt in den Filmen halt erstmal nicht die Person, die gerettet werden muss, sondern das ist ja Luigi.
Und zweitens ist sie halt sehr tough eigentlich, ne? Also selbstbewusst, hat Führungsqualitäten und du hast ja gesagt, ja, kommt erstmal ein bisschen hochnäsig rüber, ne? Gegenüber, wo sie auf Mario trifft, ne? Ja. Aber geht mehr voran, als man erstmal so aus dem Spiel heraus denkt. Ja. Weil vom Spiel würde ich sagen, Mario ist der, der am meisten vorangeht. Und ja. Quasi Mario musste von ihr ja lernen, ne? Genau, Also und es gibt so die Szene, da mussten die beiden, also Peach will auch sich gegen Bowser aufrüsten, weil der nämlich drauf und dran ist, das Pilzkönigreich anzugreifen. Und Mario will seinen Bruder ja zurückhaben von Bowser. Und Peach sagt dann zu Mario, du kannst mit mir kommen, wenn du beweist, dass du das Zeug dazu hast. Ne? Das heißt, Mario ja. muss sich erstmal beweisen vor Peach, dass er quasi die Fähigkeiten, die er alle in den Videospielen hat, nämlich das hohe Springen und all das, was er da so kann, dass er das auch im Film kann. Ne? Ja. Und die baut dann ja diesen Parcours auf, was ganz lustig war, der halt so einer klassischen Mario-Level ähnelt. Ne? Und sie, Peach, macht das vor und schafft das alles ohne Probleme. Und Mario braucht da unzählige Male, bis er wirklich lernt, den Parcours gut zu schaffen. Das heißt, Mario muss am Anfang noch eigentlich alles lernen und Peach kann das eigentlich alles schon. Das heißt, man zeigt Peach wirklich als hier starke Frauenfigur. Genau, und sie übernimmt ja auch Verantwortung, ist ja in der Rolle drin, dass sie dieses Königreich führt und ist auch darin aufgewachsen. Und ja, und entscheidet eben wirklich, wer kommt mit ihr mit, wer ist dazu befähigt oder nicht. Sie hat eigentlich gesagt, das gesamte Volk, klingt jetzt blöd, aber ist nicht dazu fähig. Sind ja alles Pilze. Ja, die sagen ja Und selber, wir sind viel zu lieb, oder nein, wir sind genau, viel viel zu zu niedlich, wir können nicht kämpfen und so. Ja, irgendwie so. genau. Ja. Vielleicht ist sie deswegen auch gewohnt, einfach alleine voranzugehen Ja, weil sie die Toads und beschützen möchte. Ja. hat auch dann in einer anderen Stelle des Films auch sich wieder selbst vorangestellt. Also sie hätte sich selbst geopfert, um ihr Volk zu schützen. Und so viel Mut hätte ich ihr jetzt nicht zugetraut. Genau, das wollte ich noch gerade sagen, weil das ist ja nämlich das Interessante. Peach war ja jetzt mal so, sagen wir mal so, wenn man so dir zugehört hat, jetzt von den vier Charakteren nicht dein Lieblingscharakter. Nee, Das war ja so ein genau. Running Gag mittlerweile, dass du immer auf Ja. sie draufgehauen hast und gesagt, ja, sie ist ja nur eine Prinzessin, also und ihre Fähigkeiten, die da ja aufgelistet sind, sind ja auch nicht so viel. Das heißt, du hast immer gesagt, warum soll ich die als Spielfigur nehmen, so, ne? Und ja, sie wirkte also schwach, so allein schon von dem, was das Spiel da an Fähigkeiten aufgelistet hat. Ja. Genau, der Film hat das halt so komplett anders gezeigt. Das war das halt das Interessante. Ja, ich habe jetzt auch mehr Respekt vor ihr. Das heißt, das nächste Mal, wenn wir das spielen, würdest du sagen, dann denkst du halt einfach, die Peach ist halt auch die Peach aus dem Film. Und dann sagst du, ah ja, die ist cool, die kann das auch und die nehme ich jetzt auch. Na, das habe ich jetzt nicht gesagt. Okay. Also ein bisschen gemeckert wird doch noch werden über Peach. Naja, Ja, also das. wir werden Naja. uns das angucken. Genau, und ja, Tod hatten wir auch schon gesagt. Der war halt so ein bisschen der Sidekick. Gut gelaunt, aufgeweckt, sehr mutig, aber ja, war ein bisschen für die Gags zuständig. Haben wir denn noch jemanden von den Gegnern, die wir da so haben, gesehen? Gut, eigentlich haben wir noch Luigi so ein bisschen noch. Ach so, Luigi. Ja, was möchtest du Luigi denn noch sagen? Einfach, dass er so ein bisschen so der Ängstlichere ist. Ja, ah, das hatte ich doch eben auch schon erwähnt. Ja. Dass er der ängstliche Part ist. Aber hättest du nicht so gedacht, oder? Hätte ich nicht so eingeschätzt, nee. Ja, das ist das Interessante auch hier, dass da gehen sie so ein bisschen in die Richtung, die auch die Spiele halt verfolgen. Da wird das nämlich in mehreren Spielen auch erwähnt, dass Luigi halt ist ja immer der Charakter, der im Schatten steht von Mario. Sein Bruder ist halt einfach immer so der Held, die Titelfigur und Luigi steht eigentlich immer so im Hintergrund. Und dass Luigi auch eher nachgeben wird oder würde als zum Beispiel Mario, weil in der einen Szene, wo der an seinem Bart gezogen hat, um ihn quasi zu erpressen, also zu sagen so, ey, wie ist das jetzt wirklich? Also Bowser hat ihn quasi, ja, sagen wir, der Folter, Ja. kann man das schon nennen? Also hat ihm halt sein Barthaar rausgezogen und wollte wissen,
Was wollte er wissen? Ob er sein Bruder ist, glaube ich, ne? Ob Mario sein Bruder ist. Ob er ihn kennt. Genau, ob er Mario kennt, ja. Und da hat er ja erst gesagt, nee, als ihm, glaube ich, ein Haar vom Bart rausgezogen wurde. Und als ihm dann aber gefühlt ein größerer Teil vom Bart rausgezogen werden sollte, hat er halt ganz schnell gesagt, nee, nee, das ist mein Bruder und so. Und ich glaube, Mario wäre auch dann so geblieben und hätte nichts gesagt. Ja, möglich. Ja, könnte ich mir auch vorstellen. Jedenfalls auf jeden Fall länger in dieser Situation. Ja. Okay. Ja. Und Gegner? Also Bowser dann. Ja, Bowser kommt ja nicht vor in unserem Spiel. Hast Ach du so, die. jemanden gesehen, den du aus unserem Spiel kennst, gegen den du schon mal gekämpft hast? Gut, die Also so Maske. viele gab es nicht. Ja, Die genau. Masken flogen da rum. Die Maske. Also die Anhänger der Maske, sage ich mal, Genau. die sind bekannt unter dem Namen Shy Guys. Das sind ja Gegner, die halt eigentlich sehr viel auftauchen in unserem Level. Immer wieder. Also immer wieder in verschiedenen Formen. Und die hatten tatsächlich auch einen kurzen Auftritt gehabt. Dann noch diese kleinen Leute auch mit der Maske auf, mit dem roten Umhang um. Ja, die meinte ich ja Das sind gerade. dieselben, ne? Ja, genau, die meinte ich gerade. Das sind Ja. die Shy Guys. Die hatten einen ganz kurzen Auftritt gehabt. Sogar der eine mit dieser Maske, wo er diese Kugeln spuckt, der war auch mit dabei. Ach so, okay. Ja. Aber sonst eigentlich sonst nicht. Sonst waren das Gegner, die aus anderen Spielen bekannt sind, aber nicht gerade in dem, was wir spielen tatsächlich. Gut, die Rakete war dabei. Ja, die taucht auch nicht auf. Ist ja auch bei uns auch nicht aufgetaucht bisher. Welche Gegner waren denn noch da überhaupt? Naja, die bekannten Gegner sind ja diese kleineren Schildkröten, die Koopas. Die waren halt viel da. Aber die sind halt, weil Bowser selber nicht auftaucht bei uns, sind auch die Koopas nicht da. Das heißt, wir hatten tatsächlich nur diese Shy Guys gehabt. Also als Gegner würde ich noch Donkey Kongs Vater einstufen. Ja, also genau, dann kommen wir jetzt auch mal zu Donkey Kong, zu dem zweiten Spiel, was wir auch spielen. Das ist auch, glaube ich, ganz interessant, wie sie Donkey Kong und die Welt dargestellt haben. Da kann man auch was zu sagen. Allein schon also den Ort, ne? Also Peach. Also erstmal hast du gelernt, dass Donkey Kong im selben Universum spielt wie Mario. Das ist ja tatsächlich auch in den Spielen so. War dir das vorher bewusst, dass Donkey Kong so in derselben Das Welt zu Hause ist wie Mario? war mir überhaupt nicht Ja, bewusst. ich weiß noch, du saßt da im Kino und die wollten ja zum nächsten Königreich, zum Dschungelkönigreich gehen, um die um Hilfe zu bitten, dass sie so ein bisschen eine Armee stellen, um gegen Bowser sich wappnen zu können. Und dann kam, da hast du erst so aus Scherz gesagt, oh, jetzt kommt Donkey Kong. Ja, aus Und dann Scherz. kam ja wirklich Donkey Kong und du warst richtig überrascht. Ich bin vom Glauben abgefallen. Das hättest du nicht gedacht, ne? Nee. Das hast du nicht gewusst, dass die eigentlich zusammengehören auch. Nee. Wäre ich nicht drauf gekommen. Im ganz ursprünglichen ersten Mario-Spiel, was noch an diesen Spielautomaten spielbar war, war nämlich Donkey Kong auch der Gegner von Mario. Da musste Mario so Treppen, Leitern hochgehen und Donkey Kong stand ganz oben und da war eben auch die Prinzessin, die Donkey Kong nämlich da entführt hatte und hat immer so Fässer geworfen auf Mario. Das ist so ein ursprüngliches Spiel. Das deckt sich mit der Szene aus dem Film, ne? Genau, das haben sie, also die haben sowieso sehr, sehr viel zitiert. Wir sprechen hier nicht alles an, weil wir ja nur das Ne. Relevante ansprechen, was unsere Spiele betrifft. Aber ja, da gab es sehr, sehr viele Zitate aus verschiedensten Spielen und das war auch zum Beispiel so eins, so ein Zitat, ja. Ja. Ja, und sonst halt, dass das Level halt cool war bei Donkey Kong. Also ein ganz anderer Ort. Ja. Die Niedlichkeit war etwas verschollen dann. Ja, und vor allen Dingen in unserem Donkey Kong-Spiel ist das ja diese Insel schon recht noch, sagen wir mal, natürlich. Ja? Also es Ja. gibt ja nicht so viel Zivilisation. Donkey Kong hat seine Hütte und Cranky Kong, also der Großvater, hat seine Hütte, so, ne? Aber eigentlich ist das alles noch reine Natur. Ne? Ja. Bloß jetzt da in der Welt, wo wir jetzt sind, in dieser Fabrikenwelt, gut, da sind dann die Fabriken, die kommen aber auch von den Gegnern. Das Interessante war jetzt, dass diese Donkey Kong-Insel da in dem Film jetzt so ein Königreich darstellte, wo wirklich sehr, sehr viele Affen wohnen. Also es war ja wirklich eine Stadt, die da zu sehen war. Und du hast es schon gesagt, die Mobilität sieht dort aus, die fahren da mit Karts rum.
Das heißt, wir haben das so etabliert, dass in der Welt von, also in, dass in dem Film Donkey Kong und Co. quasi diese Mario Kart erfunden haben. Also, dass von denen quasi die Karts kommen, mit denen man am Ende Rennen fahren kann. Ja. Das war ein ganz interessanter Einfall. Ja, auf jeden Fall. Genau, aber es war wie gesagt eine große Stadt. Das ist im Spiel nicht so gewesen. Ne? Das war kam so nicht rüber. Neuer Aspekt auf jeden Fall. Auch neu war, dass die, dass der König, die haben da nämlich einen König, nämlich unser guter alter Cranky Kong war. Nämlich, den wir als Großvater kennen. Obwohl ich mir jetzt nicht mehr sicher bin, weil in dem Film haben sie den nämlich als Vater von Donkey Kong dargestellt. Jetzt weiß ich nicht mehr genau, wie es auch in den Originalspielen angedacht war. Wir nennen den ja immer den Opa. Ne? Den Opa, ja. Ich meine, er sieht auch schon etwas älter aus. Ja, also er sieht, vielleicht... als, er sieht im Film auch genauso aus, wie wir ihn kennen. So, ja. Ne? Wirkt ein bisschen agiler tatsächlich. Ein bisschen agiler, ja. Ja, ich fand auch, den haben sie, das ist zum Beispiel ein Charakter, den sie auch, also, der noch nicht so sehr wirkte wie der in den Spielen. Also erstmal war er der König, okay, aber er war auch, ich fand, er war noch nicht griesgrämig genug, weil in den Spielen, wenn du da hinkommst, beleidigt er ja Donkey Kong in einer Tour und sagt so, also wie so ein Großvater redet er ja auch. Ja, früher, da hätte ich das mit verbundenen Augen alles gespielt und du stellst dich da so an, so, ne, das sagt er dir ja immer, ne. Das hat er im Film in der Form nicht gemacht. Er wirkte auch noch nicht so weise, wie es eigentlich ist. Also er wirkte im Prinzip 10, 15 Jahre jünger im Film, als er es im Donkey Kong spielt. Das stimmt, das ist vielleicht ein guter Aspekt. Ja, von der Ausstrahlung her, so ein bisschen, oder? Ja, genau, er war noch nicht dieser wirklich verdatterte Opa, ne? Ja, also genau. Dieser Opa, der immer nur von früher redet und so, ne? Also genau, hast recht, ja. Ja, ich meine, gut, unfreundlich war er am Anfang trotzdem. Genau, also ein bisschen Grießkram war er trotzdem, genau. Also zu Peter also, Mario, der hat die überhaupt nicht ernst genommen. Ich meine, gut, wenn du daherkommst und sagst, ja, lass uns mal unsere Armee miteinander verbinden, weil wir müssen kämpfen. Klar, ist erstmal ein komisches Ereignis, denkt man sich auch so, hä, was willst du jetzt? Aber trotzdem hat er etwas überheblich reagiert und nicht im Sinne von so, okay, pass auf, was ist der Grund dafür? Ich höre mir das erstmal an. Mhm. Und das wiederum passt schon zu seiner griesgrämigen Art. Bisschen. Ja, das stimmt, ja. Mir war es bloß noch nicht zu sehr genug. Aber nee, das war, stimmt, insofern war es okay für den Film. Der Film hat ja auch eine eigene Logik gehabt. Ja, dann kam ja auch irgendwann eben Donkey Kong hinzu. Ja, wie hast du, ich meine, über den wusstest du ja auch nichts. Der war für dich einfach eine Figur, die du spielst, ne? Der war ein Affe. Ja, was hat der für einen Charakter für dich gehabt? Der hat so einen Alpha-Tier-Charakter gehabt. Mhm. Im Sinne von, er ist halt der Beste und gegen ihn gewinnt keiner. Und hat entsprechend auch Selbstbewusstsein ausgestrahlt. Ja, sehr großes Selbstbewusstsein, großes Ego. Genau. Ja. Begründet dadurch, dass er aber auch bisher immer der Beste war. Mhm. Er war quasi so auch der Star da in der... Genau. Ich meine, wenn der Vater König ist, ist er ja sogar auch der Prinz sozusagen. Oder der Thronerbe. Genau, also du rutscht da ein bisschen rein, diese Rolle. Und dann kommt auf einmal so ein kleiner Super Mario an. Ja. Mario kommt dann da an. Genau, der noch nicht super ist. Genau. Der sich erst noch beweisen muss. Und dann, nach und nach lernt er auch mehr Respekt ihm gegenüber zu zollen. Ja. Umgekehrt aber auch. Und so entwickelt sich das dann. Genau, also die haben erst so eine, was auch wieder quasi adäquat ist zu den Videospielen, also die haben ja erst so eine Art Feindschaft, wie ganz früh, bei den frühen Spielen. Mhm. Die lernen sich dann aber im Verlauf der Geschichte besser kennen und es passieren so ein paar Dinge, wo quasi Donkey Kong auch Respekt gewinnt vor Mario auf jeden Fall. Und am Ende sind sie ja eigentlich Freunde. So, ne? Und das ist eigentlich auch so in den Videospielen jetzt der Fall, wenn sie mal zusammen auftauchen. Ja, das haben sie eigentlich auch dann so gemacht. Ja, es gab sogar einen ganz kurzen, kleinen Cameo-Auftritt von Diddy Kong. Genau, als er war einer von den Zuschauern. Genau. Und das war dann ein Punkt, da dachte ich, okay, der Charakter rutscht jetzt auch mehr in den Fokus. Aber dann war er auch wieder verschwunden. Ja, hätte sein können, genau. Denn das war tatsächlich nur ein Cameo-Auftritt. Das heißt, in einer kurzen Szene hat man ihn in den Zuschauerrängen. Also, es gab eine Szene, wo Mario und Donkey Kong in so einer Kampfarena gegeneinander angetreten sind. Genau. Und da war Diddy Kong in den Zuschauerrängen und hat Donkey Kong angejubelt. Quasi in der Rolle von einem Statisten, der was gesagt hat. Ja, genau.
Das heißt, der hatte noch nicht so seinen großen Auftritt gehabt. Ne. Aber es war ja auch ein Mario-Film und kein Donkey Kong-Film. Hätte man Diddy Kong nicht gekannt, dann wäre das gar nicht aufgefallen, dass der das wäre. Das stimmt, ja. Also auch nicht so, ach ja, stimmt, genau. War zu kurz die Szene einfach. Ja, es war noch jemand nämlich in den Zuschauerrängen, nämlich neben Diddy Kong, diese Figur kennst du aber noch nicht. Deswegen ist sie dir dann, genau wie du sagst, noch nicht aufgefallen. Okay, jetzt bin ich gespannt. Ja, die lernst du vielleicht noch kennen. Leute, die den Film gesehen haben, werden vielleicht wissen, welche Figur ich meine. Okay, ich bin gespannt. Okay, ja, jetzt haben wir quasi eigentlich erstmal so alle Figuren uns besprochen, die wir aus unseren Spielen kennen und die auch im Film aufgetaucht sind und was wir eigentlich Neues über die erfahren haben. Das war ja eigentlich so der Sinn und Zweck des Ganzen. Wir haben ja jetzt ja mehr erfahren über sie, als wir vorher wussten. Vorher waren das einfach so Spielfiguren, also vor allem für dich waren es ja einfach so Spielfiguren, der die Spiele, viele Spiele auch gar nicht kennt. Und jetzt hast du quasi mehr über die erfahren. Ja, das auf jeden Fall. Insgesamt, jetzt fazitmäßig, wie war der Film? Also, das wurde ja quasi alles zusammengebastelt, die ganzen Figuren und verschiedene Verweise auf Videospiele gab es, ganz, ganz viel Nostalgie. Es wurde alles zusammengebastelt zu so einer Filmhandlung und daraus wurde ja dann der Film. Also, wie hat das für dich funktioniert? Wie fandst du jetzt als Neueinsteiger quasi in diese Welt den Film? Also der Film war gut aufgebaut. Also wirklich auch, wie fing Mario und Luigi überhaupt an? Ja, es gab einen Also von der, Ursprung, eine Ursprungsgeschichte, ja. genau, die Ursprungsgeschichte, beziehungsweise der Film hat selbst hat ja eine Geschichte dann noch gehabt. Dann, wie wurde Mario zu jemandem, der auch dann wirklich gut ist? Also so erstmal trainiert, dann der erste Kampf, dann hier noch was und dann immer weiter. Und dann auch, wie die Beziehung zu den anderen Charakteren sich aufgebaut hat und verbessert hat. Also wirklich so eine klassische Heldengeschichte. Am Anfang ist er noch niemand und muss sich quasi erst beweisen. Ja. Genau, und diesen Aufbau fand ich gut. Also es war nicht so irgendwo reingeschmissen, dass man denkt, okay, wo ist jetzt hier der Teil, der davor noch fehlt? Das heißt, man kann wirklich von Anfang bis Ende das halt wirklich nacheinander aufbauen und verstehen. Ja, und das war halt das Gute an dem Film. Also, ist gut anzuschauen. Hattest du Spaß damit gehabt? Ja. Nö. Nee, ha, schade. Ja, also ich muss sagen, ich hatte auch Spaß mit dem Film, auf jeden Fall gehabt. Für jemanden wie mich, der dann auch noch das noch viel besser kennt alles, ne, und die ganzen Verweise auch im Hintergrund alle entdecken kann und das alles, das war halt mal pure Nostalgie, so, ne? Bisschen so dieses Feeling, was wir auch machen mit unserem Kanal. Wir spielen ja sehr, sehr alte Spiele, die viele ja nur noch aus ihrer Kindheit eben kennen. Ja. Und für mich war das halt einfach so ein Trip, so ein bunter Trip, 90 Minuten lang durch die Kindheit. So, also ich hatte auch meinen Spaß damit gehabt. Bloß, ich finde, wenn ich da jetzt ein bisschen mit Abstand drüber nachdenke, war die Story oder das, was der Film erzählt hat, also es war ein logischer Aufbau, alles klar, aber es war doch recht simpel. Also mir ist schon klar, der Film Ja. ist meistens eigentlich für kleinere Kinder ist er schon recht gut. Ja, und ich Die glaube, das Handlung ist auch die Zielgruppe. war nachvollziehbar, was in dem Film jetzt der Böse möchte und was die Guten halt möchten oder Ja, eben dann verhindern möchten. genau. Es war so Und klassische Story von ja. ein Böser will irgendwie die Welt erobern oder es Ja, im wird jemand Prinzip. entführt und die anderen müssen quasi den retten oder den aufhalten. Ja. Genau. Und dann währenddessen auch nicht viel Chaos dazwischen. Also die Genau, Handlung war ja. klar und dann. Sie war sehr simpel. Und deswegen, weil sie so simpel war, wenn ich so andere Kinderfilme gucke, es ist ja eigentlich ein Kinderfilm, ne? Wenn ich so andere Kinderfilme gucke, da gibt es schon halt Filme, die halt mehr Tiefe noch haben und vielleicht noch mehr emotional berühren und so, ne? Ja. Das hatte ich jetzt zum Beispiel nicht. Also ich wurde jetzt nicht irgendwie emotional berührt oder habe da irgendwie jetzt noch eine größere Message gesehen hinter oder irgendeine psychologische Tiefe, sondern das war halt einfach eine runde Sache sozusagen, ein klarer Aufbau, aber mehr auch nicht. Also es war recht simpel und ich hatte damit meinen Spaß. Aber ich würde zum Beispiel nicht sagen, Mann, das ist der Film, der hat mich richtig vom Hocker gehauen und den muss ich jetzt unbedingt wiedersehen. Ne? Das Gefühl habe ich jetzt zum Beispiel nicht. Oder siehst du es Nö, anders? das jetzt nicht, aber ganz am Anfang war ja noch die Message, ne? Also, dass die Eltern oder wer das war, Ja, das gesagt war so haben, dieser nee. eine Aspekt, ja.
Und er hat es dann trotzdem gemacht und am Ende war das die richtige Entscheidung. Genau, ja, genau, das stimmt. Das war so dieser eine Aspekt, der dann, der das nämlich dann bringt, genau. Ja. Dieses, man wird zuerst nicht ernst genommen, man muss sich beweisen, genau. Das ist so das Ding, aber ja, das hat man halt, also das ist halt, wie wir schon festgestellt haben, Standard, so, ne? Das hast du ja halt schon in verschiedenster Form woanders gesehen, Ja. vielleicht auch woanders etwas besser. Der emotionale Aspekt war vielleicht auch die Brüderliebe zwischen Mario und Luigi. Das war wirklich auch so ein Aspekt, der recht schön war, ne? Diese Mario und Luigi zusammen, das sind halt die Mario Brothers, so heißt ja Ja. auch der Film, der Mario Brothers Film. Das hat man auch recht gut gezeigt, ja. Ja, das auf jeden Fall, das kam gut zum Vorschein. Also deswegen war es für dich auch in Ordnung, weil ich hatte noch so überlegt, wie wäre es für jemanden, der quasi mit Mario nichts am Hut hat und auch nie hatte und der auch die ganzen Figuren nicht kennt. Ich meine, du kannst ja auch ein bisschen was, ne? Der jetzt so gar nicht die Figuren kennt und gar nicht so weiß, was sich dahinter verbirgt und der jetzt diesen Film guckt, ist er ähnlich begeistert, wie einige sind von den Filmen, weil sie da Erinnerung haben an ihre Kindheit. Das würde ich so ein bisschen anzweifeln, dass der dann so sagt, ja, okay, das ist ganz niedlich, aber irgendwie check ich es nicht so ganz, was andere daran so finden. Ja gut, man kann sich da weniger hineinversetzen oder mitempfinden, ne? Ja, genau, also wenn das fehlt, ne, diese Kindheitserinnerung dazu. Ja, aber ich glaube, das ist ja bei allen Filmen so. Wenn du dich damit nicht so identifizieren kannst oder halt wirklich gar keine Berührungspunkte damit hast, dann lässt du das auch weniger an dich heran und dann ist es halt nur ein Film Ja, und ein Haken genau. hinter. Das wäre so. Aber ich meine, ich glaube, den guckt auch niemand, der mit Super Mario nichts verbindet. Den so gesehen. Ich meine, die Kritiken zeigen es ja. Ich meine, das Interessante ist ja, dass die Kritiker den Film so eher so mittelmäßig bewerten, aber die Zuschauer halt mega gut. Und das zeigt ja, dass der halt bei den Zuschauern mega gut ankommt, eben wahrscheinlich auch, weil das halt ein Film ist, der für sie ihre Kindheit widerspiegelt. Ja, würde ich auch so sehen. Ja, also für alle, die den noch gucken wollen oder ja, genau, die den gucken wollen, wir können sagen, eigentlich für Leute, die Mario gut finden und Fans sind von den Spielen, ist der Film schon, macht er schon Spaß, die 90 Minuten. Ja, ist sehenswert. Gerade als Fan von dem Spiel macht das definitiv Sinn. Insofern, ja. Okay, ja, und was machen wir jetzt noch? Was steht bei uns noch so an demnächst? Wir haben ja gerade das allerletzte Pinocchio-Video hochgeladen. Genau, Finocchio. Davon wird es auch noch in einer Form, wie wir es heute gemacht haben, so ein Video geben, wo wir Pinocchio nämlich ein bisschen rezensieren, ein bisschen reflektieren, wie so das Spiel war, wie uns das gefallen hat. Was gut war, was nicht so gut war. Genau, und ansonsten könnt ihr euch noch auf weitere Videos freuen. Wir haben ja noch Donkey Kong ein bisschen was zu spielen. Das Spiel ist ja recht groß und umfangreich, wie ihr festgestellt habt. Ein bisschen ist gut. Ja, also Gefühlt noch einiges. das ist das Erste, was wir angefangen haben und ist auch immer noch da. Ja, stopp, jetzt Während sind wir dran, ja. Pinocchio quasi jetzt beendet ist, Lucky Luke ist auch kurz vor dem Ende, so viel können wir auch schon mal sagen. Und ja, dann haben wir noch Super Mario, da wird es auch noch einige Teile von geben. Ja, das Spiel wird noch sehr lange dauern. Okay. Denn war es das jetzt hier mit diesem Gespräch. Ja, Und Leute. wir sehen uns dann wieder beim Zocken, ne? Wir sehen uns wieder beim Zocken. Ja. Okay, tschüss. Tschüss.